Und da haben wir den nächsten Patienten, eine Vespa V50R in Rancho, natürlich in Ulag. Geile Farbe, typisch 70er Jahre. Da müssen wir auch an der Karosserie einige kleine Reparaturen durchführen. Wie zum Beispiel typisch im Boden, Spannungsrisse. Im Ständebereich haben wir was zu machen. Dann an der Sicke kleine Risse, alles ein bisschen nachrichten. Dann haben wir am Lenkkopf einen Ausbruch. Auch typisch bei den Fuffi-Rollern. Das müssen wir Alu schweißen, kann man schön Auftrag schweißen und wieder Hinschleifer, sodass man nichts mehr kennt. Dazu muss man den Roller jetzt erst einmal strippen, zerlegen. Ist im Prinzip gleich gemacht, ist nicht viel dran, die Dinger. Hut da raus, Lenkkopf runter, Gabi raus. Dann haben wir die nackte Karossen da und dann geht es einmal ans Blech. Ohne Flex geht heute mal nichts.
Dann fangen wir mal mit dem Lenkkopf, mit dem Ausbruch da. Das tun wir jetzt erstmal entfetten, schleifen wir es ein bisschen blank. Dann schweißen wir das, wenn wir einen Rückstoß geben. Dabei ist wichtig, dass man auch die Bruchfläche nochmal aufschleift, damit das alles schön sauber ist, und vor allem beim Alu auch immer wichtig, die Oberfläche kurz vorm Schweißen nochmal anzuschleifen, damit man die Oxidschicht aufreißt. Ansonsten haben wir Probleme beim Schweißen. Dann das Ganze gut vorwärmen. Dazu nehme ich ganz normale Lüppelstein her, damit das Alu dann auch schön fließen kann. So, Feuer frei!
Ich nehme dann noch einen zweiten Lenkkopf von Gurten als Muster, damit ich genau sehe, wie die Form ausschauen muss. Das ist mir dann nie. Jetzt drücken wir noch einen Seckerlopp, das tragen wir noch auf und dann verschleifen wir das Ganze.
Dann geht es weiter mit dem Kotflügel. Da haben wir die typischen Ausrisse an den Anschraubpunkten. Kennt mit Sicherheit jeder Vespa-Fahrer, der schon mal so Dinge restauriert hat. Das werden wir jetzt mitlöten und dann sauber verschleifen. Das Ganze rund um ein bisschen nachrichten, wieder in Form bringen. Und dann kann der wieder montiert werden. Schade, dass man keine Gerüche filmen kann. Diese alten Acryllacke, die haben einen ganz eigenen Geruch, wenn man die frisch aufschleift. Die feinen Schweiß, beziehungsweise genau genommen sind sie eigentlich Lötarbeiten, mache ich wie immer mit meinem QC3-Draht. Kupfer-Silizium-Legierung ist das. Das ist ein Hartlot aus dem Schutzgasgerät. Da hat man das richtige Gerät dazu. Und reines Argon. Dann hat das super hin. Hat den Vorteil, man hat wesentlich weniger Wärmeeinwirkung im Material, das heißt weniger Verzug, man kann Spalte besser überbrücken, man kann besser auffüllen, Haltbarkeit, Zugfestigkeit, fast gleich wie beim Schweißen. Also im Bereich der Hose jetzt nicht am Rahmen oder so ist, kann man das problemlos verwenden.
Flex, Schubscheibe, Luftschleifer, Schubscheibe und am Schluss wieder mit meinem Rohlock-System mit der Fiberscheibe zum Finishen. Dann geht es weiter mit dem Rahmen von dieser 50R. Hat sogar diesen R-Aufkleber hinten noch drauf. Man kann zwar vom R nicht mehr viel erkennen. Ach geil. Da haben wir jetzt ein paar kleine Richtarbeiten rundum. Sicken ein bisschen ausrichten, Beinschild ein bisschen gerade mal. Und am Bodenblech haben wir ein paar kleine Rostschäden. Das werden wir jetzt auch mitlöten, da im Ständerbereich. Das ist ein bisschen ausgefranst, das werden wir schwarzen. Da hat er schon mal jemand rumdoktert, wollen wir noch mal ein bisschen nacharbeiten. Vor allem von unten haben wir was zu machen. Typisch im hinteren Bereich beim Versteifungsblech ausgerissen. Das haben sie schon mal dreimal zusammenbiegt. Das werden wir auf jeden Fall blank machen. Aber eine Naht durchziehen, verschleifen. Das da ist wieder gerade machen. Das drehen wir wieder auf, da die Brutzelei. Dann müssen wir das sauber zusammendrucken können, wo es hingehört. Und dann schweißen wir das sauber durch, verschleifen wir es. Da haben wir eine kleine Durchrostung im Bereich vom Bremspedal. Das da mal mitlöten. Ja. Und let's fetzt, würde ich sagen. Übrigens, gebt euch mal diese geile Dreckansammlung da unten drunter. Brutal. Also wenn das mein Roller war, ich glaube, ich würde das nicht einmal sauber machen. Ich würde das fast roll lassen. Was man sieht, das ist schon richtig stur hart. Brutal. Das hat sich so über die Jahre, über 40 Jahre oder wie alt das Ding ist, hat sich da Dreck drin gesammelt. Das ist nie rausgewaschen, Mann. Ein Stück Italien sozusagen hängt da drin. Was dazu machen? Dazu das sauber machen oder lassen? Bodenblech da wieder sauber anlegen, damit es wieder eine saubere Flucht, eine gerade Fläche ergibt. Dann haben wir das Versteifungsblech, das hat sich da auch gelöst.
Wenn ich jetzt 2, 3, 5 Bohrungen mache und dann eine Lochschweißung mache, dann ist das auch wieder sauber miteinander verbunden. So schlecht war es links hin. Ich schneide jetzt nochmal mit der Millimeterscheibe ein bisschen durch, damit das nicht überlappend ist, sondern wieder Stoß auf Stoß geht. Jetzt kann ich es nämlich da wieder sauber zusammenrutschen.
unten natürlich ein leises Gestell zum Schwarzen, weil immer ein Haufen Dreck zwischen die Bleche drin ist, vor allem vom Vergaser, der wird ein bisschen gesaubert. Sammeln Sie da halt, da sprüht alles Öl drin. Das zieht sich alles raus beim Schwarzen, muss man da ein paar mit drüber gehen, dass es sauer packt. Aber das geht. Jetzt richte ich das von oben ein bisschen nach, dann schwarzen wir das ganze Bogen noch. Und dann verschleifen wir das Ganze sauber auf. Jetzt hält das Ganze wieder, ist wieder in Form. Jetzt kann man das Ganze dann anschließend ein bisschen mit Salz behandeln, damit es wieder einen leichten Rost ersetzt, quasi nachpatinieren. Man kann es mit dem Lackstift ein bisschen nachpinseln oder man lässt es einfach so als Reparatur, alles auch authentisch und es altert dann von selber wieder. So, und jetzt geht es weiter mit den Durchrostungen. Die werden wir jetzt mitlöten, damit wir da nicht zu Hitze reinkriegen.